Super, dann lass uns weiter zu Easyfix gehen. Leuko hat die klassische runde Aufnahmebohrung für Sägeblätter weiterentwickelt. Wie genau sieht diese aus? Das Ergebnis zur Entwicklung können wir hier sehr gut sehen. Es ist eine unrunde Bohrung, die nur noch wenig Berührungspunkte zur Welle aufweist. Was hat Leuko jetzt dazu bewegt? Bei der Montage des Sägeblatts auf eine Welle, da kommt es oft zu einer Verkantung und das Sägeblatt lässt sich nur schwer auf die Welle schieben. Das hat dann oft dazu geführt, dass man die Passung zwischen Sägeblatt und Welle ein bisschen größer gemacht hat. Das hat aber den Nachteil, dass das Sägeblatt nicht optimal auf der Welle aufliegt und dadurch der Rundlauf nicht optimal ist. Und was genau ist jetzt der Vorteil von der Easyfix-Aufnahme? Der Vorteil von Easyfix ist, dass durch das, dass wir nur noch die wenigen Berührungspunkte haben, haben wir beim Aufschieben auf die Welle weniger Reibung. Dadurch lassen sich auch enge Bohrungspassungen leicht auf die Maschine montieren. Das heißt, wir können die Bohrungspassung so eng wie möglich machen, damit wir einen optimalen Rundlauf erreichen und haben trotzdem kein Problem bei der Montage. Okay, das klingt sehr überzeugend. Wird es dann Easyfix auch für alle anderen Kreissägeblätter geben? Wir haben das Easyfix zuerst eingeführt auf einer Familie für Kapp- und Gärungssägen, dann gefolgt eine Familie für NE-Profile. Und Schritt für Schritt werden natürlich andere Familien auffolgen, speziell für schwere Sägen mit großen Durchmessern und dicken Stammblättern. Okay, das sind ja gute Aussichten für die Produktfamilie. Vielen Dank, Markus. Sehr gerne.